Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fieber 2 hier bei Heisenberg Zock. So, wir sind bei unserer neuen Stahlfabrik, wie man sieht hier. Und da fehlt noch ein Zug, und zwar der uns die Erze bringt, genau von da hinten. Jetzt die Gleise haben wir gelegt, ich würde sagen, wir machen die Linie, dann machen wir die Signale und dann kaufen wir uns einen schönen Zug. Also, Linie einmal hier, neu, zack, von hier, einmal nach hier und dann hier in diesen schönen Bahnhof rein. Und dann wäre das hier Kohle für Stahlwerk. Machen wir das so, Stahl, ja Tal, genau, nee, Tal haben wir ja nicht, Stahlwerk, okay. Ja, ist ein Zug, da brauchen wir nichts reinschreiben. Es ist einfach ein Zug. Gut, Signale. Wir schnappen uns mal folgende Signale. Ich gucke mal noch mal ein bisschen, was wir so haben. Irgendwie hier. Ja, das fliegt wieder. Das ist irgendwie Käse. Ich weiß, das könnte man irgendwie machen mit, was ist das hier? Oh, machen wir doch mal sowas. Zack, das haben wir, glaube ich, tatsächlich noch gar nie. Das könnte man so mit über, wie sagt man dem denn? So mit Stangen da oben drüber und so. Können wir uns auch mal ansehen, ganz klar. Machen wir auch. Jetzt haben wir hier noch einen Bahnübergang, dann machen wir das so. Dann geht nämlich die Schranke runter, das wissen wir. Und ich sehe, das ist durchaus eine längere Strecke. Da können wir wirklich mehr als einen Zug machen, das ist gut. Weil es ist halt ein bisschen weiter weg, wie das Erz. Machen wir. Das heißt, wir müssen ein bisschen gucken, dass wir hier ein Gleichgewicht haben. Würde ich vorschlagen. Wo ist hier Feierabend? Hier vorne. Zack, einmal den und dann gibt es hier noch das Gegensignal. Das nenne ich einfach so. Das heißt, glaube ich, nicht so. Ist mir egal. Bei uns heißt das so. So, zweigleisig ist es. Passt. Ein Depot. Jetzt, ich möchte eigentlich von hierher kommen, weil von hierher haben wir gebaut auf der anderen Seite. Wenn wir hier schon so ein Ding haben. Ich würde hier gerne ein Depot haben. Oh, genau. Und die Brücke hier, beziehungsweise die Straße. Die machen wir auch noch schnell. Die habe ich gestern abgerissen. Da war irgendwas. Und zwar nicht gut. Deswegen machen wir die nochmal. Das war, glaube ich, die hier. Ich würde hier einfach eine schöne Brücke rüberziehen, tatsächlich. Irgendwie so. Das sieht doch schon mal gut aus. Wir sind oberhalb der Stromleitungen und... Ja, geht natürlich eher nicht. Schade, dass das nicht irgendwie eine Kollision hat. Das wäre natürlich nett. Ja, geht auch nicht. Es geht so halb. Geht das? Das ist irgendwie... Guck mal, nee, es steht hier auf dem Gleis. Nee, geht auch nicht. Ich wollte es einfach mal testen, dann haben wir das auch mal versucht. Versuchen wir es mal mit der hier. Die sieht doch eigentlich relativ chefmäßig aus. Ja, und ich stehe ja auf chefmäßige Sachen, also ich würde gleich mal sagen, das Ding nehmen wir, das ist gewuppt. Und jetzt von hier aus, machen wir mal die Kurve hier noch an. Irgendwie so. Und dann aber natürlich runter. Wir wollen auf die Erde zurück und wenn es irgendwie geht, nicht allzu steil. Deswegen gehe ich hier nochmal ein bisschen rauf und schwinge dann hier zurück da rein. Geht das? Jawohl, mit einer vernünftigen Kurve. Das kann man so machen. Gut, und hier hinten das Ganze. Da würde ich sagen, gehen wir irgendwo hier rein. Oder hier hinten sogar. Auch, dass wir hier halt den Effekt haben, dass es nicht zu steil ist. Und gucken mal schnell, wie sieht das aus. Ja, gehört hier hin. Gehört einfach hier hin. Das ist industriell. Das gehört hier hin. Jetzt würde ich gerne hier noch kurz... Folgendes machen. Wir werden hier noch kurz Texturen pflanzen. Maltextur. Machen wir mal Strauch 7. Mal gucken, was der so bewirkt. Keine Ahnung. Wir werden 10. Ein Strauch. Aha. Okay. Davon kann man ausgehen, wenn man Strauch 7 benutzt, dass man Strauch 7 auch bekommt. So, machen wir das mal so. Dann gehen wir hier mal mit der Stärke ein bisschen zurück, dass wir hier einen fließenderen Verlauf haben. Sehr gut. Hier unten machen wir mit Strauch 9. Das ist dann eher Weizen. So, einfach, dass das nicht hier überall so dieses Grün hat, sondern tatsächlich halt auch ein bisschen anders wirkt und anders aussieht. Hier gerne das gleiche auch nochmal ein bisschen, ohne zu übertreiben. Hier, das lassen wir mal. Hier hinten, da könnten wir hier eigentlich bereits Gleisschotter nehmen. Da würde ich aber noch warten, bis wir die Gleise haben. Und hier machen wir auch noch was hin. Und zwar machen wir hier... Kies finde ich jetzt nicht ideal, Waldboden auch nicht. Gras und Schotter wäre was für die Gleise. Geröll haben wir noch. Gras geschnitten, ne, zugepflegt sollte das hier nicht sein. Hexagonplatten, Kopfsteinpflaster. Ich wäre dafür, dass wir hier Kopfsteinpflaster haben. So, und zwar eher ausgeprägt bis zum Darm hin. Überall Kopfsteinpflaster. So, einmal so. Und jetzt möchte ich das hier noch abgrenzen. Das können wir relativ einfach machen dahingehend, dass wir hier einfach ein Bäumchen holen. Einmal der Baum, einmal den hier. Ein bisschen zurück mit dem Ganzen. Und dann hier ein paar Bäumchen hinsetzen. So, und zwar ungefähr so. Ist das okay so? Ja.
Finde ich gut. Gefällt mir. Vielleicht hier auch noch ein paar Bäumchen. So einzeln. Kommt, einzeln machen wir noch welche, auch wenn das jetzt hier halt irgendwie Stein ist oder was auch immer das ist. Ich habe es ja gerade noch gelesen, was es ist. Platten sind. Wo Gras rauswächst. Finde ich gut. Da holt sich die Natur im Prinzip zurück, was hier geklaut wurde. Gut, das waren jetzt ein, zwei Sachen. Was wir aber noch nicht haben, ist das Depot. Wie wäre es denn, wenn wir hier irgendwie ein Depot machen und da mit den Gleisen dann ums Depot rumgehen? Ein gekrümmtes Depot, das wäre auch mal noch eine Idee. Das wäre tatsächlich auch mal noch was, aber das haben wir nicht. Also müssen wir mit sozusagen geraden Depots arbeiten. Wir gucken mal, was wir Schönes haben. Die alten. Ich finde die halt schon auch relativ sehr cool. Wenn ich sowas hier hinmache und dann sagen wir mal, so hier hindrehe. Nee, das geht irgendwie nicht. Ja, dann hängt es dort dran. Das ist natürlich nicht, was ich möchte. Ich drehe mal. Einmal schwungvoll. Irgendwie hier. Dass das hier so reingeht. Irgendwie so. Und dann gehen die anderen Gleise dran vorbei. Falls sie auch in die Richtung müssen. Das ist dann natürlich noch ein bisschen die Frage. Batz. Einmal den hier. Ist das okay? Ja, ich denke schon. Nee, aber das ist ja falsch rum. Ich wollte eigentlich in den Bahnhof rein. Das Ding müssen wir noch mal kurz einmal drehen. Um die eigene Achse. Und dann irgendwie so hier hinstellen. Ja, mal gucken, ob wir da mit dem Gleis reinkommen. Wir könnten uns noch einen kleinen Gefallen tun, denke ich. Wenn wir das vielleicht eher hier machen, wenn es ein bisschen gerader ist. Ich weiß, ist nur ein Depot. Ich mache jetzt hier keine Riesensachen. Was wir dann aber natürlich haben, ist, wir fahren im Prinzip in die falsche Richtung. Das ist jetzt aber für einmal egal, denke ich. Das spielt keine Rolle. Ich hätte hier gerne, ihr ahnt es, meine neuen Lieblingsgleise. Die verwitterten. Sind das die verwitterten? Müsste. Ja, das klappt sogar. Zack, einmal den hier. Dann machen wir, weil wir es können, noch den hier. Und dann machen wir, weil wir es noch brauchen, noch diesen hier. Ein Signal hier hin. Zack, und schon haben wir das Ganze. Ein Zug. Ja, wir gucken mal. Ich hätte gerne... Kommt, lass uns wieder mal einen Diesel nehmen. Ist natürlich relativ klar. Wie soll ich sagen? Wir haben natürlich Oberleitungen. Aber ich würde tatsächlich einen Diesel nehmen. So, kleine Unterbrechung. Entschuldigung. Also, ich habe an einem Diesel rumsiniert. Wir schauen mal schnell. Da haben wir doch sogar was Neues, oder nicht? Ist das hier nicht Neubaureihe V300? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir die hier hatten, aber wahrscheinlich ja. Ihr habt recht. Ich habe eine Erinnerung. Das kann gut sein, dass wir die doch schon haben. Was haben wir denn noch nicht? Da haben wir noch ein paar Lugmila-Kollegen. Wir haben hier alles Mögliche. Auch sehr schöne Teile, wie ich finde. Neurot, Spitzenlicht oben. 7 Varianten. Hier in Käsefarben. Neurot, Spitzenlicht Mitte. Kommt, nehmen wir so eins. 140 km/h mit Power, das passt. Hätten wir gerne. Sehr gut, dann brauchen wir Cargo. Und was transportieren wir? Wir transportieren Erze. Eisenerz. Einmal den hier. Da haben wir mit Sicherheit relativ schöne Wagen. Die hier mit 50 km/h, das ist mir dann doch ein bisschen zu langsam. 120, das passt. Oh, das sind doch sehr schöne Teile. Machen wir die. Das ist so ein richtig schöner Erzzug hier. Gerne ein bisschen länger. Machen wir den noch hinten ran. Da haben wir 230 Meter. Das ist doch gesund. Und da machen wir 3 Züge. Für das, was wir an Gleis gelegt haben. Oder das reicht definitiv. Vom Platz her, denke ich. So, da macht's plupp, da kommt der Zug. Hallöchen, Diesel. Ja, jetzt eben oben oder hier die Oberleitungen wegnehmen. Ich würde es nicht machen, weil diese Gleise brauchen wir vielleicht später noch für eine andere Linie. Also da tun wir uns keinen Gefallen. Das lassen wir mal schön. Auch wenn, ich weiß eben, diese Gleise hier, komischerweise haben die keine Masten. Da hängt halt die Leitung einfach so oben raus. Ist aber okay. Oh, aber habe ich doch, die Signale haben wir gerade gesetzt. Ja, ja, die haben wir gesetzt. Sehr gut. Ich hasse es, wenn ich Transport Fever 2 spiele und dann werde ich gestört. Hatte ich jetzt halt gerade. Dann kommt wieder irgendein Elektriker, der wieder irgendwas Elektrisches elektrisch machen will. Sag mal. Gut, also wir steigen ein und genießen unsere Fahrt. So, einmal. So, nochmal eine kurze Störung. Entschuldigung, jetzt ist aber hier Schicht im Schacht. Einsteigen und Ruhe ist. Jawohl, einmal Hupen aus Protest. So, tut mir leid, ist aber wahrscheinlich nicht so schlimm. Ich schneide das natürlich. Aber jetzt hat tatsächlich schon wieder jemand geklingelt, wollte noch was anderes. Nein, jetzt ist ja Transportfieberzeit, Leute. Geht nach Hause, lasst mich in Ruhe. So, also wir machen uns auf die große Fahrt. Und ich muss nochmal sagen, ich finde diese Gleise sensationell. Das ist einfach nur cool, tatsächlich.
Sehr schön. Oh, den Führerstand mal noch angucken. Genau, da habt ihr recht. Einmal hier runter. Einmal zack, den hier und... ja. Dazu sage ich jetzt nichts. Das ist, sagen wir, dezent bescheiden eher. Das Ganze. So, da hat man noch ein Autosave. Aber jetzt haben wir die Losfahrt. Brauchen wir noch irgendwas an LKWs oder so? Nö, überhaupt nicht. Gar nicht. Nicht da hinten. Da kriegen wir die Erze, schaffen die hier hin. Das heißt, wir können eigentlich eh schon gucken. Für Maschinen. Es geht ja eigentlich um die Maschinenproduktion jetzt erstmal. Was wir da noch brauchen. Da brauchen wir, wenn ich mich nicht täusche, Bretter. Dazu noch. Da müssen wir gucken, wo wir die haben. Bringen die hier runter und dann müssen wir von hier irgendwie zur Maschinenfabrik. Jetzt wollte ich gerade sagen, fliegen da die Signale? Nein, tun sie nicht. Aber das sah für ein Momentchen gerade ein bisschen so aus, als würden die fliegen. Aber jetzt sag mal selber, das sieht doch extrem cool aus mit diesem verwitterten Gleis. Ich liebe es. Das hat so richtig was, ich weiß es auch nicht. Es ist einfach irgendwie, ja, das ist halt alt und ja, es funktioniert trotzdem immer noch. Ich kann es nicht richtig erklären. Ich finde das extrem cool gerade. So, wir haben 80 km/h. Er tut sich ein bisschen schwer mit dem Tempo, wo es abwärts geht. Das ist aber okay. Der muss hier nicht rasen. Wir müssen mal schauen. Oh, ich bin irgendwo, glaube ich, noch mit einem Güterzug in ein Gleis rein. Da habt ihr recht, das stand in den Kommentaren. Wo ich eigentlich gesagt habe, das ist ein bisschen als Schnellzugstrecke konzipiert, weil es ewig einfach nur geradeaus geht. Das ist irgendwo kurz nach Oberbösa. Ich würde sagen, das sehen wir uns nochmal an, wenn wir dort tatsächlich mit dem Schnellzug rauf wollen. Also wenn wir dann sehen, dass dort ein Güterzug drauf ist, machen wir ein zusätzliches Gleis für den Güterzug zum Beispiel. Und dann können wir in Ruhe mit dem Schnellzug da langfahren. Ja, jetzt geht es einmal auf die Brücke rauf. Über den Fluss rüber und hinten geht es eh schon rein, dann sind wir eh schon da. Sehr gut, und dann schauen wir uns das andere an. Ich würde sagen, wir schauen zuerst mal, dass wir irgendwie Bretter zur Stahlfabrik kriegen. Dann haben wir dort wieder nochmal einen weiteren Zug. Oder mehrere weitere Züge tatsächlich. Eine coole Brücke, irgendwie. Ja, aber eben die Cam ist halt dann wieder. Das kennen wir mittlerweile, dass irgendwie die Cam amok läuft, wenn man auf einer Brücke ist. Das ist keine neue Geschichte. Aber ein schöner Zug, mir gefällt der. Das ist ein richtig schöner Güterzug. Sogar farblich abgestimmt, das ist aber eher ein Zufall, muss ich sagen. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, dass diese Wagen auch rot sind. Glück gehabt, kann man ja auch mal haben. Der Führerstand, ja, ich sag's nochmal, der ist, ja, der ist halt nicht modelliert, leider. Aber okay, da liegen auch schon die ersten Erze rum. Guck mal, Eisenerz, sehr schön. Und zwar doch in einer vernünftigen Anzahl. Eine Kapazität haben wir, okay, 246 mal 3. Wir haben 3 Züge, das heißt, wir haben um die 800 fast an Kapazität pro Fahrt. Ich denke mal, das müsste reichen, dass wir dort hinten tatsächlich dann genug Stahl kriegen. Schönes Bild, schöner Zug. Er belädt, was hat er dabei? Doch, 143, uiui, 144 mal Eisenerz für unsere Stahlfabrik da hinten. Okay, wir gehen raus und gehen gucken. Da haben wir noch ein altes Fahrzeug. Oh, da hat auch noch jemand geschrieben. Irgendeine Lok, die wir letztens gekauft haben, die altert eben auch tatsächlich. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Habe ich alle? Jawohl. Dann machen wir den hier, anwenden, sozusagen zurücksetzen, hier wieder neu laden, anwenden und dann sollte das wieder funktionieren. Dann haben wir da aber jetzt diese Lok, die ich gerade angesprochen habe, auch dabei, denke ich. Oh, auch ein schönes Bild, das nehmen wir noch mit. Ich liebe es. Es ist halt eben, ich habe schon mal gesagt, es ist halt schwierig, das zu erklären, was man daran jetzt so schön findet. Aber wenn ihr die Videos guckt, ihr wisst, was ich meine. Oh, da fällt mir auf, hier wollten wir da auch noch was machen. Stimmt. Zum Glück habe ich das jetzt gerade noch gesehen. Wir brauchen hier das Terrain-Tool. Machen wir den hier und gucken mal, was passiert, wenn wir hier... Moment. Irgendwie den hier machen. Einmal so. Ja, das ist genau, was ich wollte. Das sieht definitiv besser aus. Wie dieses abgefranste. Jetzt könnte man hier noch ein bisschen was machen, irgendwie mit Texturen, würde ich tatsächlich auch, oder mit Bäumen. Was machen wir? Ich würde hier tatsächlich, glaube ich, eher ein paar Bäume hinsetzen nochmal. Gar nicht übertreiben, sondern einfach, ja, random. Hier irgendwie so, random. Früher hat man gesagt, zufällig. Ich weiß auch nicht, warum man sich irgendwie angewöhnt hat, dass man das jetzt irgendwie als random bezeichnen muss. Ist halt so ein bisschen die Jugendsprache, nicht? Und ich bin ja, jung geblieben, glaube ich. Sag ich einfach mal. So, einmal Baum. Das geht hier noch rein, würde ich sagen. Dass das so eine Art Anschluss hat hier. Ja, das ist doch okay. Das sieht doch schon besser aus wie vorher. Gut, dann haben wir das soweit. Jetzt gehen wir mal schnell gucken. Wir brauchen hier
Ja, das hat unsere Stahlfabrik. Eigentlich brauchen wir hier nichts, wenn man es genau nimmt. Aber wir hätten hier oben die Maschinenfabrik. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Die ist ja extrem nah. Da muss ich aber sagen, das gefällt mir irgendwie nicht, muss ich gestehen. Das ist mir fast zu nah. Stahl hierauf, was wir dann eben auch brauchen. Man sieht ja, das sind tatsächlich die Bretter. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wir haben doch irgendwo eine Bretterproduktion gehabt bereits. Weiß gar noch jemand, wo die ungefähr ist? Hier hinten ist der Treibstoff. Da muss ich gestehen, hier unten, was ist das? Hier, da haben wir es. Hier kriegen wir die Bretter. Gehen die schon irgendwo hin? Bretterwerkzeugfabrik. Ach, zur Werkzeugfabrik natürlich, okay, aber nicht zur Maschinenfabrik. Das ist schon richtig hier, das ist schon eine Maschinenfabrik. Nicht, dass ich jetzt ein Durcheinander habe. Jetzt habe ich ein Durcheinander. Wo war das jetzt? Hier unten. Hier. Und hier oben ist die Maschinenfabrik. Jawohl, das ist eine Maschinenfabrik. Ich muss gestehen, sie ist mir zu nah. Das gefällt mir nicht. Ich möchte die irgendwo woanders haben. Vielleicht sogar, dass wir zurückfahren ein bisschen. Dass die Maschinenfabrik in dem Bereich wäre. Dass wir hier mit weiteren Gleisen arbeiten und hier rausgehen. Wir machen das so. Das heißt, wir setzen eine Industrie. Schauen wir, was wir haben. Raststätte brauchen wir gerade nicht. Es ist im Endeffekt eine Maschinenfabrik. Habe ich da irgendwas geladen noch? Autobahnraststätte, Fahrzeugrecycling. Große Dingens, könnte man alles nehmen. Einkaufszentrum haben wir hier noch. Nehmen wir das, was wir hier haben. Und zwar wäre das hier die Maschinenfabrik. Einmal der hier. Und wie stellen wir die hin? Ich würde sagen plus minus so. Dass wir da den Bahnhof kriegen. Oder sogar ein bisschen ans Wasser. Da könnte man theoretisch auch noch... Was ist denn das hier? Das muss ich mir schnell ansehen. Da könnte man theoretisch natürlich auch mit einem Hafen noch was machen. Je nachdem, wenn wir das gebrauchen würden. Ich möchte aber mit Zügen arbeiten, muss ich gestehen. So, einmal hier hin. Maschinenfabrik Ahoi. Jetzt würde ich die sogar weglöppeln. Die muss nicht sein. Die brauchen wir nicht. Die Straße können wir lassen. Aber dann werden wir hier kurz das Ganze so machen, dass hier ein paar Bäume sind. Dann fällt das gar nicht mehr auf. So. Also solche Korrekturen, denke ich, sind so falsch nicht, wenn es dafür nachher wahrscheinlich besser aussieht. Eine Straße haben wir hier. Sag mal, haben wir irgendwo noch eine Straße da oben? So, das verbinden wir mal, weil sonst kriegen wir dann irgendwann Schimpfe. Ich würde sogar die nochmal nehmen. Ich finde die Straße irgendwie cool. Keine Ahnung, das ist mal ein bisschen eine andere Straße halt. Gibt es da einen Tunnel? Da gibt es einen Tunnel. Ja, mach mal einen Tunnel. Ist doch okay. So, einmal hier hin. Vielleicht sogar so. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir dann dort noch eine Eisenbahn haben. So, angeschlossen ist es, dann reklamiert keiner mehr. Wir brauchen einen Bahnhof, einen Güterbahnhof. Kopfbahnhof hätte ich gerne. Da macht Öl keinen Sinn. Ein Gleis würde reichen. Ne, wir müssen ja mit den Maschinen hier noch weg. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Und Kopfbahnhof ist dann natürlich auch doof. Ne, wir machen keinen Kopfbahnhof. Und wir machen mal 6 Gleise. Bei den 240, ob wir es loopen müssen, finden wir gleich raus. Offensichtlich nicht. Ja, ein bisschen loopen müsste man. Das ist irgendwie dann doch von krumm nach schief. Lass mich mal einfach mal testen. Wenn ich in die Richtung gehe, was haben wir dann für ein Ergebnis? Eigentlich ein gutes. Die Straße vielleicht nochmal ein bisschen anpassen. Hier hängt es so leider nicht dran. Das wäre jetzt gerade noch eine Idee gewesen, wenn man das hier so hätte reinnehmen können. Moment, da, jetzt haben wir es. Bats, einmal gesetzt. Wunderbar, weil wir wollen ja mit den Maschinen schlussendlich auch noch raus. Hier kommt Holz rein, hier kommt Stahl rein. Also, dass wir hier ein paar Gleise brauchen, ist klar. Jetzt wollen wir doch mal gucken, ob wir mit den Gleisen hier dran vorbeikommen. Ich nehme jetzt ganz bewusst mal nicht mehr das Verwitterte, weil sonst haben wir nur noch das. Ja, da haben wir die Kollision. Aber wenn ich so mache, hier andocken, dann kommen wir hier doch raus. Sollen wir hier sogar ein bisschen folgen? Ich würde sagen, wir folgen hier ein bisschen. Und gehen dann aber in die Richtung. Irgendwie hier vorne hin. Und ich würde jetzt nicht mal ins Gleis rein. Ich würde das tatsächlich so machen. Ist das das linke? Ne, natürlich nicht. So, machen wir hier das linke noch. Was hier lang geht. Eps. Einmal zack da rein. Sehr schön. Und dann nehmen wir das linke. Ja, das linke wäre das richtige. Oder wir machen es halt von hier her. Komm, das ist eigentlich einfacher, wenn man dort jeweils andockt. Ist eine eher alte Weisheit. So, einmal durch den Herbstwald durch. Wisst ihr, was ich mir letztens gerade noch gedacht habe, als ich die Map gestartet habe? Ich wäre eigentlich bereit, muss ich gestehen, für Schnee zu haben. Was haltet ihr davon? Ist das zu früh? Also irgendwie, ich denke, die Schneemod könnte man tatsächlich relativ bald schon aktivieren hier.
Aber davor, ja, davon nicht verlassen, sondern da werde ich ein bisschen auf euch Rücksicht nehmen natürlich. Was ihr dazu in die Kommentare schreibt. Habt ihr darauf Lust oder eher nicht? Jetzt müssen wir hier die Signale neu machen. Wisst ihr, was ich jetzt... Ja, ihr habt recht. Ich wollte hier nicht ins Gleis rein. Aber wisst ihr, was natürlich auch der Fall ist? Hier vorne haben wir noch ein Gleis frei. Doch, wir machen das so, dass wir hier in das Gleis reingehen. So, wie wir es jetzt haben. Wenn wir Probleme kriegen, wir können nachträglich immer noch weitere Gleise setzen. Das ist ja kein Problem. Aber ich muss die Signale hier schnell ändern. Allerdings ein bisschen Rücksicht nehmen hier auf Kollege Bahnübergang möchte ich dann eben trotzdem eigentlich. Machen wir es mal so. Einmal den hier. Dann machen wir den hier. Dann machen wir diesen. Dann machen wir, zack, den hier. Dann haben wir dort einen Block. Das ist okay. Und hier vorne haben wir dann halt hier nochmal einen Block. Ich denke, das ist auch okay. Hier in die Richtung. Da ist gerade ein Hubschrauber durch. Auch nicht schlecht. Was macht der denn hier? Hier haben wir noch keine Weiche. Machen wir zuerst die Weiche. Würde ich vorschlagen. Einmal so und einmal in die andere Richtung. So, das hat schon sehr gut geklappt. Dann haben wir hier das Signal. Und haben hier nochmal eins, würde ich vorschlagen. Gut, dann haben wir das bereit. Wir kommen mit dem Stahl. Kommen wir hier hin. Das passt bereits. Sollen wir da schon den Zug machen? Ich würde sagen, ja. Ich würde tatsächlich sagen, ja. Damit wir all, wie soll ich sagen, eins nach dem anderen tatsächlich haben. Also, das würde heißen, ein Stahlzug. Ist ja das gleiche Depot. Und ne, Moment, die Linie wäre vielleicht noch eine Idee. Haben wir die schon? Nee. Okay, dann machen wir doch zuerst die Linie. Das ist tatsächlich noch ein bisschen sinniger. Wir sehen, das klappt. Der fädelt hier aus. Das ist zweigleisig. Das wäre hier dann tatsächlich Stahl. Maschinenfabrik. Wunderbar. Unser Stahlzug. Der kommt jetzt neu dazu. Da würde ich sagen, kein Diesel. Da nehmen wir tatsächlich eine Elektrolok. Eine elektrische. Hier mal Eisenerz raus, sonst wird das nichts. Was haben wir hier noch Schönes? Wir haben so eine riesen Auswahl. Das muss doch möglich sein, dass ich mal wieder eine Lok erwische, die wir noch nicht haben. Baureihe 250. Wahrscheinlich der eine oder andere. Nö, heiße, nee, die hast du schon dreimal. Aber guck mal, was wir nicht haben. Die hier. 125. Oh, nee, ist mir zu langsam. Lasst uns versuchen, die 140 zu haben. Da haben wir 200, das ist fast zu viel. 120, ja, ne, wir haben gesagt 140, dann machen wir 140. Hier haben wir noch die RE44, auch eine sehr schöne natürlich. Hier hätten wir die 140. Irgendwie so eine, kommt, wir nehmen so eine Cargo-Lok, Power ohne Ende tatsächlich. Ja, eine RE44, dann haben wir sowas auch mal noch an Bord. Und wisst ihr, was wir machen? Richtig, eine Doppeltraktion. Einfach der Optik zuliebe, dazu Cargo-Wagen, die eben Stahl transportieren können. Mal schauen, was wir hier Schönes haben. Wir fangen mal oben an. 140 km/h wären gefordert. Das wären sehr schöne Wagen gewesen. Allerdings, man sieht, das ist dann vom Tempo her nichts. Oh, das wäre aber schon auch hier. Stahlpfannenwagen. Sollen wir? 100. Kommt, wir machen Kompromiss. Ich weiß, ich habe gerade gesagt, wir brauchen das Tempo. Ne, brauchen wir nicht. Wir brauchen Züge, die gut aussehen, Leute. Also da mache ich jetzt einen Kompromiss, weil das sehr schöne Wagen sind. Die hatten wir in der letzten Staffel schon. Die hätte ich jetzt auch wieder gerne. Machen wir hier auch 3. Nicht 13. Ne, 13 ist dann doch leicht übertrieben. Ich weiß, 3 sind viel. Dann haben wir 6 Züge hier auf den Gleisen. Wir testen es. Sonst nehmen wir einen Zug raus oder machen weitere Gleise. Stahl. Ich habe es aber, glaube ich, noch falsch angeschrieben. Ist es denn wahr? Lass mich hier nochmal schnell gucken. Maschinefabrik. Aha, genau. Maschinen. Da kommt noch ein N wie Nordpol rein. Und schon passt. Sehr gut. Hier mit den Pfannen. Das sieht doch relativ stark aus, finde ich. Sehr schön. Gehen wir mal einmal rein hier in die Lokomotive. Jawohl, da wird auch stattlich gehupt. Gleich nochmal. Ja, und jetzt habe ich natürlich das Problem, wer hier öfters zuguckt, der weiß, was das Problem ist. Genau, ich habe keine Ahnung, wie lang die Folge schon geht, weil ich da einen Unterbruch hatte wegen der Störung. Da machen wir einfach Folgendes. Wir machen jetzt einfach weiter. Würde ich vorschlagen. Schön, dann haben wir hier schon 2 Züge. Gefällt mir natürlich sehr gut. So, lass uns mal kurz einsteigen hier und gucken, ob der Kollege hier einen Führerstand hat. Oh, das sieht schon nett aus hier mit diesen alten Industriegebäuden. Und guck mal, hier liegt tatsächlich schon Stahl rum. Sehr nett. Das heißt, die werden bereits befüllt hier.
was haben wir, 14 Einheiten, 560 Kapazität. Okay, da können wir einiges an Stahl transportieren, nämlich über 1500, weil wir ja drei Züge haben. Ja, auch hier ist der Führerstand nicht so prickelnd, ist aber tatsächlich egal. Dafür ist das ein sehr schöner Zug und der muss jetzt halt schnell warten, bis der andere weg ist. Jetzt haben wir auch noch einen Autosave, Halleluja. Das ist natürlich perfekt. Erstmal irgendwie warten, bis der Zug weg ist. Da hinten. Und dann halt auch noch schnell ein Autosave. Aber dafür sind wir auf der sicheren Seite, falls hier was passiert. Im Prinzip muss der andere Kollege da. Oder haben wir ein Problem? Nein, wir fahren. Ich wollte gerade sagen, der andere Kollege muss halt das Signal passieren. Dann können wir fahren. Schönes Bild. Schöne Lokomotive. Schöner Zug. Ja, das gibt eine schöne, wie soll ich sagen, eine schöne Ecke hier, finde ich. Mit diesem Stahlmoloch. Nennen wir es mal so. Das sieht doch relativ cool aus hier mit den ganzen Sachen. Vielleicht noch mal ein paar LKWs dazu. Da müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie vielleicht auch noch angehen. Weil LKWs haben wir, aber nicht allzu viele. Jetzt haben wir hier schon ein bisschen Stillstand. Das behalten wir im Auge, Leute. Wenn hier zu viel Stillstand ist, ganz klar, dann gibt es ein weiteres Gleis. Da machen wir gar keine lange Geschichte draus. Weil wir brauchen hier schon Bewegung. Das ist klar. Kann sein, dass diese Einfädelung dann eben falsch ist. Also was heißt falsch? Die ist dann obsolet, die nehmen wir weg und dann machen wir hier ein viertes Gleis bis in den Bahnhof rein. Wir machen da vorne dann je nachdem eine Weiche, das werden wir sehen. Ich würde das jetzt mal für den Moment so laufen lassen. Wir haben hier eh nochmal einen beträchtlichen Weg eigentlich, also beträchtlich ist vielleicht übertrieben. Aber das sind ja schon noch ein paar Meter bis nach da vorne, bis dann zur Maschinenfabrik. Und das Ganze ist natürlich noch nicht abgeschlossen, das ist klar. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir hier mit den Brettern noch hinkommen. Und zwar hier hin und nicht in die Stahlfabrik. Oder wir könnten es anders machen. Wir könnten... Lass uns mal schnell fertig fahren hier. Was wir natürlich machen könnten, wäre tatsächlich, dass wir gucken, dass wir die Bretter irgendwie sozusagen in den Rücken geliefert werden. Wisst ihr, was ich meine? Dass wir die dann auch vom Stahlding aus transportieren können. Ganz einfach, weil wir haben dort noch so viele Gleise. Es wäre schade, wenn wir das im Prinzip verdatteln. Lass mich mal schnell gucken. Im Rücken würde halt heißen, dass wir zum Beispiel hier das Ganze irgendwie hätten und mit Zügen hier reinfahren und hier dann die Bretter abliefern. Das wäre eine Idee. Weil im Prinzip, ich muss gestehen, der Gedanke hier war irgendwie natürlich nicht ganz richtig. Im Prinzip bräuchten wir hier die Maschinenfabrik. Nicht irgendwie Stahl, weil Stahl... Wobei, Stahl brauchen wir natürlich auch für andere Produktionen. Das ist natürlich auch klar. Also von daher kriegen wir hier vielleicht dann doch noch ein paar Züge rein. Und Fake-Züge kriegen wir sowieso rein. Und wir haben ja schon zwei Züge. Guck mal, zwei sehr schöne, wie ich finde. Gut, also. Wo wäre dann sonst diese Holzproduktion? Hier oben hätten wir was. Das wäre was. Aber dann kommen wir halt... Ja, doch, wir kämen natürlich hier schon runter. Sie haben aber keine Gleise, gar nichts. Aber irgendwie da oben das nochmal anleiern, wäre so falsch auch nicht. Ich würde halt gern wissen nochmal... Wo wir die bestehende Holzproduktion haben. Die ist hier unten. Das ist halt auch ewig weit weg. Da haben wir eh schon tatsächlich Stahl. Werkzeuge meine ich. Ja, nicht in Raummassen. Das passt. Ja, das ist halt die Werkzeugfabrik. Ja, ich bin gerade im Hinterkopf, überlege ich mir gerade anderes an. Hier hätten wir die Bretter, die wir dann brauchen würden. Das ist mir aber fast zu weit weg. Ne, das machen wir tatsächlich anders, Leute. Sollen wir das hier oben anleiern? Was brauchen wir denn? Wir brauchen Wald und dann haben wir hier das Sägewerk. Ist das soweit richtig oder fehlt hier irgendwas dazwischen? Ne, das sind hier die Baumstämme. Doch. Ja, und dann gibt es hier Bretter im Sägewerk. Genau, und mit den Brettern müssen wir dann hier runter in den Bahnhof rein. Ich würde sagen, das gehen wir doch an. Wir schauen mal ganz schnell. So, wie lange dauert die Folge? Wahrscheinlich schon irgendwie 50 Minuten. So, also hier brauchen wir Bretter, haben wir gesagt. Beziehungsweise von hier brauchen wir das Holz. Dann gibt es hier einen Bahnhof. Gebäude. Kopfkollege. Das hier macht keinen Sinn. Ein Gleis, die 240. Und einmal hier daneben. Und dann wollen wir das Ding doch slupen. Oder eben nicht slupen. Wir wollen es nicht slupen. Guck mal, das passt doch so schon. Nochmal ein bisschen drehen. Dass das ein bisschen irgendwie vernünftiger aussieht. Wäre dann so, denke ich mal. Ist das okay? Nochmal ein bisschen drehen. Jetzt müsste es passen. Zack, einmal den. Und dann haben wir hier den Bahnhof. Ein bisschen weiter unten versetzt. Gefällt mir. Dranhängen tut's. Jawohl, dranhängen tut's. Dann wollen wir hier mit den Baumstämmen nach hier vorne. Das heißt, wir brauchen auch hier einen Bahnhof. Da können wir eins zu eins den gleichen nehmen. Beziehungsweise wir wollen dann mit den Brettern weg. Das heißt, wir brauchen zwei Gleise hier.
So hängt nichts dran, ist mir klar. Das kriegen wir aber, glaube ich, dranhängend. Wir werden es gleich sehen. Zack, wir schnappen uns ein Sträßchen. Das kann ja ein Feldweg sein, tatsächlich. Irgendwie sowas. Hängt der dran, wenn ich das so mache? Nö, wenn ich so mache. So hängt er dran. Dann machen wir das doch mal so. Und dann geht der Feldweg. Einfach hier runter und da rein. Machen wir den mal hier hin. Und machen hier mal zack den. Batz. Okay. Hängt er dran? Jawohl, hängt dran. Das passt auch. Was wir jetzt noch brauchen, das sind Gleise, die nach dort führen. Das müssen wir relativ easy hinkriegen. Auch wenn der im Prinzip, klar, wenn man es jetzt genau nimmt, der guckt ein bisschen in die falsche Richtung. Das ist aber kein Problem. Da gibt es halt diesen Bogen, der uns hier zurückführt. Einmal so. Das könnte man theoretisch fast direkt verbinden. Also da hätte ich jetzt nicht mal unbedingt absetzen müssen. Hier rein. Jetzt das Ganze. Ah, guck mal einer an, was der Herr Heisenberg jetzt wieder angestellt hat. Mhm. Hier möchte es eine Brücke haben. Ich würde sagen, das schütten wir auf. So, da muss man dann eben doch eigentlich genauer gucken. Das war jetzt schludrig. Gebe ich zu. Machen wir den hier. Oder einen Damm. Finde ich so schlecht nicht. Muss ich gestehen. Dann vielleicht doch den anderen Damm. Oder irgendwie mal sowas. Ist speziell. Hat aber was. Finde ich jetzt so schlecht nicht. Komm, dann haben wir sowas auch mal noch. Das sieht doch cool aus. Ist eher was für den Berg, würde ich sagen. Hier vorne fehlt es natürlich noch. Das kommt mal weg. Dann nehmen wir das mit und dann gehen wir da rein. Und dann haben wir das bereits. Allerdings, jetzt müssen wir gucken. Ich wollte es ja noch zweigleisig haben. Das fände ich nicht unwichtig. Müssen wir hier innen raus, damit wir da das Gleis nicht zumachen. Weil dort wollen wir dann raus mit den Brettern. Schlussendlich. So, einmal mitnehmen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie lange die Folge dauert. Wenn wir jetzt bei 60... Ne, bei 60 sind wir nicht. Jetzt sind wir bei 50 Minuten sind. Ja, machen wir morgen wieder eine kürzere wahrscheinlich. Ist mir aber auch gerade egal, weil ich habe gerade Spaß. Das ist mein Transport Fieber 2. Signale. Die setzen wir auch noch. Und zwar gerne für rechts. Da haben wir es doch. Einmal so. Einmal so. Einmal einen Block. Auf der Brücke einen Block. Und dann ist hier vorne Feierabend. Und zwar ungefähr hier. Dann haben wir hier nochmal ein Signal. Gut, guck mal, dann haben wir das bereits gebaut. Das ging jetzt relativ schnell. Also nochmal kurz. Hier Baumstämme holen, hier hin, daraus gibt es Bretter. Und mit der Geschichte düsen wir dann hier runter zum Stahlwerk. Beziehungsweise Blödsinn, zur Maschinenfabrik müssen wir ja. Hier hinten hin. Und da werden wir gucken, dass wir in irgendeiner Form noch Gleise finden, die wir mitnutzen können, würde ich sagen. Gut, dann danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder, wenn es hier weitergeht mit Stahl und Maschinen. Danke fürs Zusehen, bis dann. Tschüss.